Mathe 1. Die neue Radiosendung bei Radio Hanau. Mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Mit mir, Jens Gottwald. Und mir, Kevin Krichton. Einschalten. Jeden Samstag ab 13 Uhr. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Mathe 1 bei Radio Hanau. Bei uns zu Gast ist heute Johannes Herrmann, Lehrertrainer an der Eliteschule des Sports in Hessen und unter anderem auch Geschäftsführer der Firma Healthmate. Johannes, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Auf der Mathe 1. Ja, ja, danke. Auf der Matte bin ich zwar noch nicht so zu Hause, aber ich bin sehr gespannt. Alles mal schauen, wie du dich schlägst. Das kriegen wir hin, Junge. Das kriegen wir alles hin. Ja, wir haben schon geklärt, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Deswegen sagen wir jetzt auch einfach Joe. Genau. Ja, also das passt. Da sind wir auch schon direkt per Du. Das haben wir schon lange hinter uns. Ja, der Weg nach Hanau ist dir gar nicht so unbekannt. Welche Berührungspunkte hattest du denn schon mit Hanau? Das stimmt, ja, war eine spannende Zeit hier. Wir haben damals das Bundesliga-Projekt mit der TG Hanau hier aufgebaut. Das war ja auch so ein Novum in der Tischtennis-Geschichte damals, dass quasi so eine Lizenz damals vom TTV Gönnern, der Ex-Club vom Superstar Timo Boll, damals quasi so transferiert, so nenne ich das jetzt einfach mal, ohne das Ganze jetzt näher zu beschreiben. Das wird den Rahmen der Sendung sicherlich auch sprengen. Das Ganze, wie gesagt, hier nach Hanau transferiert und hier aufgebaut und auch eine ganz tolle Mannschaft damals gehabt mit unter anderem Patrick Franziska, der ja unter den Top 15 in der Welt ist und wirklich ein absoluter Superstar geworden ist. Damals noch ein ganz, ganz junger Spieler, Helmut Hampel, Trainerlegende, Entdecker, Förderer von Timo Boll, Jörg Roskopf, und von daher war das hier eine ganz spannende Zeit und so haben wir einfach die Berührungspunkte und der Weg. Ich bin jetzt länger nicht gefahren, muss ich dazu sagen, aber ich habe ihn noch ganz gut gefunden. Ja, Jörg Roskopf hat für Hanau gespielt. Genau, Jörg Roskopf hat damals dann auch noch für Hanau gespielt, sein Abschiedsspiel hier gemacht. Ihr wart selber beide, glaube ich, dabei. Das war ein Riesenereignis damals, ja, mit natürlich einer Riesenkulisse, Fernsehen dabei, Presse ohne Ende. Und ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut an das Ereignis. Das war schon wirklich ein Riesen-Event hier, auch für Hanau und das Umfeld und natürlich auch für die Tischtennis-Szene an sich, ne? Also natürlich waren wir dabei, wir haben es ja zusammen organisiert, genau. Ne? Darf man nicht vergessen. Zwei Tage auf und ab. Und das, ja, auch das. Und das, und das war auch, ich sag mal, das war sicherlich auch für Hanau ein Riesenhighlight. Ja, also so voll dürfte man eigentlich die Mein-Kind-Sich-Halle selten gesehen haben. Zusatztribüne, alles da. Na, also das war im Übrigen auch mal Arena-Flair. Ne? Das muss man auch, das ist auch nicht alltäglich für Hanau. Und da, die Halle ist ja wirklich aus allen Nähten geplatzt. Also man könnte auch ein paar Fragezeichen hinter die Personenzahl und dann die Halle so setzen. Ja. Wollen wir nicht weiter drüber reden, aber es war sehr voll. Und die Feuerwehr hat es abgenommen, und sagen wir es mal so. Naja, und es war eine tolle Stimmung. Ja. Nee, war wirklich Wahnsinn. Ne? Also muss man echt sagen, das war ein ganz tolles Event. Eine kleine Story am Rande, vielleicht dazu noch zum Abschluss. Der Jörg kennt die Toten Hosen. Und die Toten Hosen standen damals eben auf der Gästeliste. Und dann hatte ich gesagt, ja, kommen die denn? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die kommen, aber ich sag mal Gästeliste, ich sag, pass auf, das geben wir gleich in eine Pressemeldung rein. Und dann haben wir halt das in die Pressemeldung reingegeben und also da kam also unfassbar viele Anfragen natürlich auch nochmal und Karten an, bei den Kartenanfragen auch immer wieder die Zusatzfrage, ob denn die Toten Hosen auch ein Konzert spielen würden oder ein Lied da spielen würden und so weiter. Also das hatte es auch nochmal sein Übriges dazu getan, das vielleicht nochmal so als kleine Anekdote am Rande zu dem Event hier. Ja, und dann, wenn wir schon beim Tischtennis sind, du bist Lehrer an der Eliteschule des Sports in genau. Frankfurt. Genau, also ich bin von Haus aus Lehrer, Physik und Sport habe ich studiert in Dortmund. Ich komme ursprünglich aus Dortmund, bin seit 20 Jahren jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt zu Hause und bin an der Eliteschule des Sports, der Karl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt, ein sogenannter Lehrertrainer. Ich trainiere jetzt nicht die Lehrer, manchmal wäre es vielleicht auch notwendig, aber ich trainiere unsere Athleten halt im Tischtennis-Bereich. Und das, wie gesagt, schon diese 20 Jahre. Ich bin damals eben auf diese Stelle gewechselt. Die ist damals ganz neu initiiert worden und damals auch unter in Kooperation mit dem Hessischen Tischtennisverband. Und da war eben Helmut Hampel ja auch schon
der zuständige Landestrainer, der ist ja dann damals dann auch nach Düsseldorf ins Deutsche Tischtenniszentrum dann irgendwann mal gewechselt. Aber viele, viele Jahre habe ich auch mit dem Helmut sehr eng zusammengearbeitet. Immer noch so mein großer Mentor, mein Ziehvater, immer noch sehr, sehr eng verbunden mit ihm. Und genau das ist mein Main-Job, mein Hauptjob, wo ich eben leidenschaftlich die jungen Talente fördere und fordere und hoffentlich dann irgendwann auch da mal ankommen, wo wir eben gerade die genannten gesehen haben, Jörg Roskopf oder wo der Patrick Franziska immer noch unterwegs ist in der Weltspitze. Wie bist du so zum Tischtennis überhaupt gekommen, Joe? Persönlich? Ja, ich habe erst Fußball gespielt. Wie viele Kinder habe ich mit dem Fußball angefangen. Ich bin jetzt nicht wegen Erfolgslosigkeit gewechselt, sondern ich habe ein Hallenturnier gehabt und in der Halle war danach Tischtennistraining mit einem meiner Freunde damals. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, naja, können wir auch mal hingehen. Und damals eben war es auch kein Problem, mal zwei Sportarten auszuprobieren. Ich meine, in jungen Jahren ist es auch heutzutage ja kein Problem. Ich habe das auch damals so gemacht und bin dann beim Tischtennis hängen geblieben, habe dann einfach die Liebe zum Tischtennis entdeckt, habe viele Jahre gespielt. Vierthöchste Liga, in der Oberliga bin ich dann mal gelandet, wobei ich dort auch keinen festen Platz hatte, in der zweiten Mannschaft gespielt und dann immer wieder die Einsätze auch in der ersten Mannschaft in der Oberliga. Und dann war irgendwann mal die Fahnenstange erreicht so. Ich habe auch viel mental, sage ich mal, Boris Becker würde sagen, mental nicht gut drauf. Also das war so ein bisschen mein Handicap. Habe viel gegen mich selber verloren, als dann gegen die Gegner und habe dann sehr, sehr früh als Trainer halt begonnen. Das war so, da war ich noch nie mal 20. Da habe ich für mich einfach so gesehen, dass ich in der Vermittlung Spaß hatte, dass ich das ganz gut konnte offensichtlich und habe dann sehr, sehr schnell den Schwenk gemacht ins Trainer-Business, in den Trainerbereich rein und nach wie vor eben hauptberuflich da einfach so meine Passion gefunden. Ja, hört mal. Du hast ja nicht nur deinen Hauptjob an der Eliteschule, sondern du hast ja auch eine Firma gegründet, die ist ja genehmigt worden auch, Healthmate, und da bist du Geschäftsführer. Um was geht's denn da? Genau, also ich habe ja eben schon gesagt, so meine damalige Challenge im Tischtennis war eben das Mentale. Ich habe vor etlichen Jahren, jetzt weiß ich schon nicht mehr so ganz genau die Historie, aber für mich entdeckt, dass diese mentale Performance auch so ein zweites Thema bei mir ist. So eine Leidenschaft, ein großes Interesse, habe da viel, viel Zeit investiert in das Thema, in Fortbildungen, Ausbildungen und das Thema Gesundheit nahm immer einen größeren Stellenwert ein. Und das war so ein bisschen der Ursprung eigentlich des Ganzen, dass ich halt als Coach halt Unternehmer, Führungskräfte gecoacht habe, Leistungssportler gecoacht habe als Mentaltrainer und dann irgendwann kam dann auch ein bisschen Zufall, wobei Zufälle gibt es ja meistens nicht im Leben, zumindest in meiner Welt, haben wir dann zu mehreren halt diese Firma Healthmate gegründet, Comic-Con Health hieß sie zunächst. Wir haben dann einen Namensswitch nochmal gemacht und wir kümmern uns einfach um die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen. Sehr ganzheitlich, wie gesagt, mentale Performance ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Klar, Ernährung, Bewegung, Training ist ein anderes Feld, was wichtig ist. Und da unterstützen wir einfach Unternehmen, die dafür Sorge tragen wollen, dass eben ihre Mitarbeiter auf der einen Seite leistungsfähig sind und auf der anderen Seite aber auch natürlich gesund sind und eben die Ausfallquote, Krankheitsquote in Unternehmen eben einfach auf dem entsprechenden Niveau bleibt. Warum erachtest du das als so wichtig, gerade jetzt, ich sag mal, wenn du dein Steckenpferd mal nimmst, die mentale Gesundheit? Naja, wir sehen halt natürlich an den Gesundheitsreports, jetzt aktuell ist ja wieder ein sehr neuer rausgekommen von der DRK, man sieht halt über die letzten Jahre oder in der letzten Dekade, sagen wir mal, in den letzten 10 Jahre, dass natürlich gerade auch zum Beispiel die psychischen Krankheiten sehr stark angewachsen sind. Also offensichtlich ist das Thema Stress en vogue, um es mal mit einem positiven Wort zu belegen, aber leider natürlich mit negativen Auswirkungen, nämlich dass Menschen da offenkundig Herausforderungen haben, Schwierigkeiten haben, das zu Problemen führt, zu Ausfällen, und im psychischen Bereich ist es einfach so, dass natürlich die Ausfälle deutlich anders ausfallen, als wenn wir mal einen kleinen Schnupfen haben mit 2-3 Tagen, sondern die fallen dann teilweise Wochen, Monate aus, sodass natürlich das enorme Kosten auch sind für Unternehmen. Also du sprichst jetzt hauptsächlich von so, ich sag mal, Bereich High-Performern, Unternehmen,
Ja, aber kannst du dieses Wissen, was du dir angeeignet hast, auch, ich sag mal, für deine Schüler mitbringen? Ja, und arbeitest als Trainer speziell auch ganz fokussiert auf den Bereich, oder? Absolut. Ich habe sehr viel Ausbildung in Hamburg gemacht am Besser-Siegmund-Institut. Das ist das Institut, was WingWave, das ist ein Kurzzeit-Coaching, entwickelt hat. Das ist ein Coaching, was eben auf der einen Seite sich um Themen wie Stress kümmert, da eben Möglichkeiten hat, das Ganze zu lösen. Also auch im Leistungssport natürlich eine wichtige Geschichte, sag ich mal, on point fit zu sein. Wir haben jetzt gerade die Leichtathletik-Weltmeisterschaften ja erlebt. Ich will da jetzt gar nicht so näher drauf eingehen, aber natürlich geht es ja darum, wenn man dann im Wettkampf dort ist, einfach on point zu performen, einfach die optimale Leistung abzurufen. Das heißt, das Tool nutze ich sehr, sehr intensiv, sehr, sehr stark. Es geht aber auch um Ressourcencoaching, also was brauche ich, mehr Mut, mehr Selbstvertrauen, andere Ressourcen, die wichtig sind, das nutze ich sehr, sehr intensiv. Da habe ich ja auch eine sehr bekannte Sportlerin, die ich da betreue, das ist auch kein Geheimnis, das ist die Josie Neumann, 13 Jahre, die Nummer 1 der Welt im Tischtennis bei U13, großes Talent und wir arbeiten einige Zeit schon zusammen und mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Das heißt, Nummer 1 der Welt, die steht vor den Chinesen. Ja, man muss dazu sagen, vielleicht um das auch ein bisschen einordnen zu können, die Asiaten schmeißen ihre Athleten oftmals erst etwas später dann ins Rennen. Also da wird sicherlich sich noch einiges tun. Ich wäre natürlich sehr glücklich, wenn sie dann mit 20 auch noch die Nummer 1 der Welt wäre. Aber das ist ein langer Weg natürlich. Ne? Ich drücke die Daumen, sie investiert sehr, sehr viel. Ich habe noch keine Athletin bisher gehabt in diesen 20 Jahren, die das in den Sport investiert, was sie tut. Die Schule zieht natürlich auch mit. Und von daher hoffe ich natürlich, dass das am Ende auch irgendwo sich auszahlt und sie dann in der Weltspitze ankommt. Klingt auf jeden Fall gut. Und jetzt hast du was angeschnitten. Du musst doch noch was dazu sagen. Ja, wir hatten ja im August die Weltmeisterschaften der Leichtathleten. Und wie man so schön sagt, es war ja eine kleine Nullnummer. Gab es ja noch nie, ohne Edelmetall nach Hause zu fahren als Nationalmannschaft der Leichtathleten. Als Sportbegeisterter, was sagst du dazu? Ja, ich habe fast schon gedacht, dass ihr das heute fragt. Ich habe mir auch schon überlegt, ein bisschen, was kann man darauf antworten? Und auch wenn mich andere fragen, ich bin ja stellvertretender Vorsitzender im Fachbeirat Trainer in Hessen. Also letztlich vertrete ich irgendwo die Trainerschaft oder wir vertreten die Trainerschaft mit unserer Stimme. Natürlich müssen auch die Verantwortlichen sich da Gedanken machen, woran hat es gelegen? Auch möglicherweise die eigene Verantwortung, also was hätten wir vielleicht frühzeitiger anstoßen müssen, das kann ich jetzt so von außen auf die Leiter übertragen, natürlich nicht im Detail sagen, aber es krankt natürlich an vielen Stellen im deutschen Sport. Ja, also das fängt an mit der Bewegungsfreude, also wie schaffen wir es, sage ich mal, im Kindergarten, in der Grundschule Bewegungsfreude zu entfachen, wie schaffen wir es, Kinder in die Sportvereine zu bringen. Ihr beiden seid ja auch sehr, sehr intensiv im Sport unterwegs. Also wie schaffen wir es eigentlich da irgendwo ein gesellschaftliches Standing auch zu erreichen? Also wenn man sich mal anschaut, wenn wir eine Großveranstaltung wie Olympische Spiele hier in Deutschland platzieren wollen, wie schwierig das am Ende ist, ja, an wie vielen Stellen, dass letztlich am Ende scheitert, sage ich mal, oder zumindest Schwierigkeiten aufgeworfen werden. Und da sind so viele Stellschrauben, wo wir ran müssen. Wie gesagt, auch das würde wahrscheinlich eine Extrasendung nochmal bedürfen, um das detailliert auszuarbeiten. Aber es sind doch schon viele Punkte, die da eine Rolle spielen. Ne? Also es ist definitiv ein Thema, über das man lange reden kann, ja, ganz klar. Ja, und es ist aber jetzt ja, du sprichst ja gerade an Kindergarten, ne, Nachwuchs, generelle Bewegung, aber da muss ja doch ein Verband sich schon mal hinterfragen, wenn er so nach Hause fährt, der ja auch gewisse Ansprüche hat, ob da so alles richtig läuft. Ne? Ja, natürlich. Ich habe ja eben gesagt, die Verantwortlichen müssen natürlich auch selbst für sich überlegen, bin ich da an der Stelle der Richtige? Habe ich alles in der Vergangenheit Notwendige unternommen, um eine Top-Leistung für Athleten zu ermöglichen in der Leichtathletik? Wie gesagt, da bin ich jetzt zu weit weg, um da jetzt irgendwo Stellung beziehen zu können. Ja, das wäre jetzt auch unfair gegenüber den Verantwortlichen dort, weil ich das nicht in dem Detail überblicken kann. Aber natürlich ist das ein Thema und auch da dürfen sich natürlich Verantwortliche sich nicht einfach wegducken, sage ich mal. Ne? Also
Wir haben ja jetzt viele Schlagzeilen im Sport, ja, der Präsident des spanischen Fußballverbands mit seiner Kussaktion. Auch wieder ein anderes Thema. Also ich glaube, wir können stundenlang über verschiedenste Sachen reden, die im Sport passieren. Das sieht man aber mal, wie man an seinem Sessel klebt, ne? Trotz sehr, sehr viel Gegenwind, ja. Also war da nur berechtigt ein, im Übrigen. Nur ein Kuss, Jens, Mensch. Darüber brauchen wir, glaube ich, wir drei uns hier nicht unterhalten. Nee, das hat jegliche Grenze überschritten, aber ich finde es amüsant, was er jetzt da draus bastelt die ganze Zeit. Aber ja, so ist das halt, ne? Ja, kommen wir doch mal wieder zu was anderem zurück. Ich sage jetzt mal dein Lehrer-Dasein. Was ist so für dich das an deinem Beruf, was dich so bewegt und was dir eigentlich am meisten Spaß macht? Ja, was mir am meisten Spaß macht, ist sicherlich erstmal grundsätzlich, dass ich in einem Feld tätig bin. Training, Bewegung, Sport. Was für mich einfach nur positiv besetzt ist, wir haben ja eben auch über Gesundheit gesprochen, also ich habe ja jetzt beide Bezüge, ne? Auf der einen Seite geht's an der Eliteschule um Leistung, um Leistungssport, um die Hinführung von Athleten einfach in diesen Bereich halt High Performance, und auf der anderen Seite der andere Bereich eben lebenslanges Sport treiben, gesund zu sein, fit zu sein, aktiv zu sein. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Da glaube ich sehr stark dran. Das heißt, das hat für mich mehrere Komponenten, die es da wichtig macht. Von daher, das ist für mich eigentlich ein ganz tolles Feld, in dem ich tätig sein darf. Und das Schöne ist ja auch, muss ich dazu sagen, dass eben bei mir jetzt in einem Leistungssportprojekt, da kommen ja auch Athleten, die ja wollen, im Großen und Ganzen. Klar, es gibt immer mal welche, die dann auch irgendwo Schwierigkeiten haben über die Jahre, die vielleicht aussteigen. Natürlich haben wir auch das, logisch. Aber eine normale Unterrichtssituation ist ja auch nochmal anders. Da sitzt du ja eher mal nicht immer mit Begeisterung oder hast nicht immer mit begeisterungsfähigen Menschen zu tun, ne? Die haben manchmal keinen Bock oder ärgern dich manchmal ein bisschen. Im Physikunterricht zum Beispiel. ja. Sondern in dem Feld, wo ich dann unterwegs sein darf, ist natürlich schon eine hohe intrinsische Motivation da, ne? Das macht es einfach für mich so wertvoll, so schön, auch nach der ganzen Zeit immer noch in diesem Feld tätig zu sein und die Kinder einfach auch irgendwie ein Stück begleiten zu dürfen, formen zu dürfen. Das ist ja auch was Besonderes, ne? Irgendwo hast du einen kleinen Teil, was du irgendwann mal, wenn du die nach Jahren triffst, und ich habe zu einigen immer noch Kontakt nach den vielen, vielen Jahren, in denen sie jetzt schon anderweitig unterwegs sind, Abitur gemacht, ihr Studium absolviert, in beruflichen Situationen stehen, habe ich immer noch zu welchen Kontakt, und es ist halt schön, dass man weiß, einen ganz, ganz kleinen Teil hat man irgendwo auch beigetragen oder beitragen dürfen. Das ist eben das Schöne. Ja. Vielen Dank für eure Einladung. Healthmate, Eliteschule des Sports. Was bleibt da noch an Hobbys übrig? Ja, auf jeden Fall natürlich selber sich bewegen. Also ich liebe den Sport. Ich glaube, das hat man schon so ein bisschen aus dem ersten Teil raushören können. Also klar, das Mentale ist die eine Säule, aber die Bewegung ist sicherlich die andere wichtige zentrale Säule in meinem Leben, die mich die ganze Zeit begleitet hat. Von daher machen diese beiden Bereiche auch sehr, sehr viel aus, und ich treibe für mein Leben gerne Sport. Ich gehe laufen, ich gehe ins Studio, hebe dort ein paar Gewichte hoch, vielleicht nicht ganz so schwere wie der Jens, der sieht ein bisschen kräftiger aus als ich, aber zumindest halte ich mich fit, und das ist die Zeit, oder das ist eigentlich so, wo ich meine Zeit nebenbei für nutze. Dann habe ich eine Partnerin in Lübeck, auch das nicht gerade nebenan, von daher muss ich dann natürlich auch zusehen, dass ich da irgendwo schaue, dass ich das alles gut plane und meine Zeit dafür einrichte, und von daher, das sind so meine beiden Bereiche, Sport und meine Beziehung und natürlich meine Familie. Okay, und wie beginnt so ein Tag für dich, wenn du sagst, das ist der typische Montag bei Joe?
Ja, heute war er nicht ganz so typisch, aber nehmen wir jetzt mal wirklich einen typischen Montag, weil heute bin ich ja bei euch, das mache ich ja jetzt auch nicht jede Woche, wobei es ja schön ist bei euch, also ich komme gerne nochmal wieder. Von daher, Typische ansonsten ist, wir fangen ja relativ früh mit dem Training an, das heißt, ich stehe um 6 Uhr auf oder gegen 6, manchmal ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später, 7.30 Uhr bin ich dann in der Halle. Ich habe vorher schon so ein paar Rituale für mich erledigt, das heißt, ich meditiere, ich habe so das eine oder andere, was ich an weiteren Ritualen integriert habe. Ich mache morgens das manchmal mehr, manchmal weniger, muss ich dazu sagen, fairerweise so ein kleines Bewegungsprogramm zu Hause für mich, dass ich so ein bisschen in Schwung komme. Dann mein Zitronenwasser, was ich morgen trinke. Also es gibt so einige kleine Hacks, die ich da morgens so nutze für mich, um so auch einen guten Einstieg in den Tag zu finden. Dann geht's ins Training, 7.30 Uhr geht's los. Und dann trainieren wir bis 9, kurz nach 9, 9.25 Uhr geht der Bus dann rüber zur Schule. Wir haben so einen Shuttle-Dienst, wir trainieren dort an der Otto-Fleck-Schneise, ist ja vielen bekannt dort, wo das Stadion noch zu Hause ist, gegenüber direkt ist der Landessportbund, da trainieren wir täglich. Und dann geht es auch für mich in die Schule, in mein Büro. Viele organisatorische Dinge, die dann anstehen. Ich bin noch Koordinator im Schulsportzentrum, beziehungsweise jetzt heißt es regionales Talentzentrum. Wo eben Talentmaßnahmen auch über Tischtennis hinaus koordiniert gesteuert werden müssen. Und je nachdem, Trainersitzung am Montag beispielsweise steht immer an, das ist ein Jour fix, den wir haben, andere Meetings, dann eben meine Tätigkeit eben als Fachbeirat Trainer, hatte ich eben gesagt, eine ehrenamtliche Tätigkeit, was mir sehr am Herzen liegt, einfach dort Sprachrohr auch sein zu dürfen für die Trainerschaft in Hessen. Und natürlich, klar, das Thema Gesundheit, einfach im weiteren Kontext zu überlegen, wie wir da Menschen erreichen können, wie wir Menschen begeistern können, wie wir dort unsere Programme aufsetzen können, wie wir dort einfach dafür sorgen können, dass Unternehmen eine gesunde Arbeitsatmosphäre schaffen können, dass auf der einen Seite natürlich klar die Leistungsfähigkeit ganz oben steht, dass eben dort die Tätigkeiten umgesetzt werden können, die notwendig sind und auf der anderen Seite eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund, zufrieden und motiviert zur Arbeit erscheinen. So ist eigentlich ein typischer Montag und irgendwann endet der dann auch mal, dass ich etwas ruhiger geworden bin. Ich habe oft sonst früher noch spät abends irgendwas gemacht, immer irgendwie busy, busy, busy. Aber diese Hustle-Kultur, die ja oft auch heute noch sehr verbreitet ist, die hat mich auch teilweise an Grenzen gebracht im psychischen Bereich. Und da schaue ich eben auch, dass ich selber auch in der Balance bleibe, meine Auszeiten mir nehme, Sport treibe, ins Studio gehe, laufen gehe oder einfach mal abschalte, spazieren gehe, damit ich am nächsten Tag wieder gut performen kann. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich. Nachdem wir jetzt schon geklärt haben, wie du zum Tischtennis gekommen bist, sag doch nochmal was dazu. Woher kam denn dann die Idee, jetzt sich noch mit dem Bereich Gesundheit zu beschäftigen und vor allem halt da auch speziell Unternehmen zu helfen und zu unterstützen? Ja, also ich habe eben schon kurz geschildert, also das Thema Psyche, da gibt es eine eigene Geschichte einfach, dass ich als junger Spieler da große Probleme hatte, irgendwo on point zu performen, einfach meine Leistung abzurufen. Ich hatte da doch echte Challenges mit mir selbst irgendwo auch, wo ich dann vielleicht im Training sehr gut war, so das bekannte Phänomen des Trainingsweltmeisters, ja, Training super und dann kam die Drucksituation, die Stresssituation und das ist mir dann immer nicht so gut gelungen. Das heißt, da lag es nahe, irgendwo sich diesem Thema mal zu widmen. Es gab dann noch so einen Auslöser, der dafür gesorgt hat, dass ich mich sehr intensiv damit gewidmet habe. Mir hat dann nämlich einer mal so einen kleinen Stoß verpasst, so nenne ich es mal einfach, der mich dann wachgerüttelt hat. Und dann habe ich wirklich Bücher verschlungen, Seminare besucht, Ausbildung gemacht für diesen Bereich. Stress-Burnout-Coach gemacht, Mentaltraining gemacht, dieses Besser-Siegmund-Institut mit dem Wingwave, was ich eben schon gesagt habe. Und das Thema Gesundheit grundsätzlich, auch da gibt es eine private Geschichte dahinter. Mein Vater hatte Leukämie, er war immer sehr auf Gesundheit bedacht und ist dann aber doch eben sehr stark erkrankt an Leukämie, auch leider dann zum Schluss auch leider dieser Krankheit erlegen, 1995, da war ich noch relativ jung
Und das war natürlich ein harter Einschnitt. Und ich habe sehr, sehr früh natürlich festgestellt, was es eben nochmal heißt, gesund oder krank zu sein. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, dieses Ereignis auch damals. Klar, mein eigener Werdegang, den ich eben so als Spieler beschrieben habe, das Mentale. Und von daher, ja, gehört so meine ganze Leidenschaft, meine ganze Passion neben diesem Thema High Performance wirklich dem Thema Gesundheit. Wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sich sagt, Mensch, genau da brauche ich Unterstützung, ne? Also genau das wäre jetzt auch was für mich. Wo kann man was über euch finden? Wie kann man zu euch Kontakt aufnehmen? Ja, man findet uns im World Wide Web, wie es so schön heißt, also unter health-mate, also health wie das englische Wort für Gesundheit, minus made, wie made in Germany geschrieben, minus BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, die drei Buchstaben bgm.de. Und da findet man dann einfach Informationen, Kontaktdaten etc. Und mich findet man persönlich, weil ich auch Einzelpersonen begleite und betreue, auf vielen Kanälen, ob das LinkedIn ist, Johannes Hermann, oder Facebook, jo-hermann11, Hermann mit zwei R geschrieben. Facebook, also irgendwie einfach mal eingeben, ihr werdet über Google sicherlich zu mir finden und zur Not einfach bei euch beiden mal anklopfen. Ihr könnt, ja, das ist auch kein Thema. Genau, ihr könnt den Kontakt dann gerne weiterreichen, also gerne mal unverbindlich anfragen, wenn da Interesse besteht für ein Infogespräch. Sehr schön, machen wir. Wenn sich jemand meldet, geben wir das weiter. Ja, bist du bereit für unsere Schlagwortrunde? Drei Begriffe, du suchst dir einen ganz schnell aus. Okay, da war ich gar nicht vorbereitet. Was kommt jetzt? Nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Ja. Ich suche mir einen Begriff aus. Ein Begriff. Okay. Marokko, Sizilien oder die regionale Nähe? Ich nehme mal Sizilien. Okay, gibt es da eine Story zu oder einfach schön? Einfach regionale Nähe habe ich jetzt sehr, sehr oft genossen. Ich komme gerade von der Ostsee, kann man sagen, seit letzter Woche wieder da. Und dann habe ich jetzt irgendwie abgewogen, Marokko oder Sizilien, und habe gedacht, ach komm, Sizilien, da wollte ich schon mal hin. Tee, Kaffee oder Kakao? Auf jeden Fall Kakao, das kann ich also direkt, da brauche ich gar nicht lang zu überlegen. Ich trinke täglich Kakao. Ich trinke nie Kaffee. Ich habe das irgendwie, es hat keinen gesundheitlichen Aspekt, keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht alle aufhören. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Naja, aber Moment mal, Kakao, ne, Milch und Zucker, ne, so, ja. Naja. Also deswegen sage ich ja, also Kaffee, dass ich keinen Kaffee trinke, hat gar keinen gesundheitlichen Aspekt. Es hat eher damit zu tun, dass ich da irgendwie nie so auf diesen Geschmack gekommen bin und habe halt immer mein Leben lang Kakao getrunken. Und Kakao, Jens, ist ja nicht Kakao. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Kakao. Ja, 100%. Ich nehme alles zurück. Sorge ich natürlich für dunkle Kakaosorten, die schon auch ihren gesundheitlichen Wert haben. Aber das ist nicht der Grund. Ich mag es einfach gerne und ich bin leidenschaftlicher Kakaotrinker. Also wenn man dir eine Freude bereiten möchte, dann ein Kakao. So ist es. Okay. Mit oder ohne Sahne? Mal so, mal so. Oh, jetzt wird's kritisch. Museum, Theater oder der Kinobesuch? Da würde ich mich für das Museum entscheiden. Also ich gehe ganz selten ins Kino, muss ich dazu sagen. Also frag mich nicht nach einem aktuellen Kinofilm. Also wahrscheinlich, ich würde sagen, läuft nach Forrest Gump so ungefähr. Also, guter Film. Ist auf jeden Fall guter, aber das, Film. Meine, das könnte man ja auch ändern. Ne? Joe, hier um die Ecke ist das Kinopolis nicht weit. Ne? Wir haben es auch gesehen. In Frankfurt. Ja, ja, so leicht, also wirklich sehr gut erreichbar. Sehr gut erreichbar in Hanau. Geh mit deinen Schülern hin, als Ausflug. Es wird Zeit, Joe. Die werden dich schon beraten. Ja? Ja, also Museum sowieso, sehr gute Idee, überhaupt gar keine Frage. Ne? Aber du solltest auch mal wieder ins Kino gehen. Okay, also ich habe ja hier auf jeden Fall eine Anlaufstelle mit dem Kinopolis. Absolut. Handball, Basketball oder Volleyball? Dann nehme ich Basketball. Ist eine Sportart, die mich sehr fasziniert. Mein Bruder hat Basketball gespielt. Also das heißt, ich habe damals eben durch mein Bruder ist älter, natürlich der große Bruder. Und wenn er gespielt hat, war ich auch dann ab und an mal in der Halle. Das hat mich damals schon so fasziniert. Da hat er so riesige Plakate gehabt, damals von den NBA-Stars. Und da habe ich gedacht, boah, das sind ja Wahnsinnsathleten irgendwie.
Und ich liebe diesen Sport, der ist wirklich dynamisch, der ist spektakulär. Und von daher würde ich zwischen bei diesen drei Sportarten den Basketballsport vorziehen. Tischtennis nicht genommen, sonst wäre es so einfach gewesen. Das ist ja jetzt wohl, das haben wir ja, ne? So. Frankfurter, Nürnberger oder die Weißwürste? Dann nehme ich, weil ich jetzt in Frankfurt so lange lebe, auch die Frankfurter. Wir sind alles Frankfurter. Jetzt mache ich nochmal Werbung für meinen lieben guten Freund Hasan Anouri mit seiner Hymne auch und auch seinen Aktionen, die er für Frankfurt dort immer wieder auch platziert. Also nehmen wir die Frankfurter Würstchen. Ich als mittlerweile, ja, ich sag mal, heimischer Frankfurter. Ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Dortmund, aber ich fühle mich in Frankfurt zu Hause und auch heimisch. Dann sind Sie Frankfurter. Dann sind Sie ja. Frankfurter. Ja, Joe, vielen Dank für deinen Besuch auf Mathe 1. Ja, hat uns viel Spaß gemacht. Ja, absolut. Viel Erfolg, ja, auf deinem Weg, für deine Schüler vor allem, die du begleitest, aber auch weitere Menschen. Und wer vom Joe was möchte, kontaktieren möchte, hat jetzt die Chance. Auf geht's. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann bis nächsten Samstag. Bis nächsten Samstag. Ja, vielen Dank für die Einladung. War sehr schön bei euch und weiterhin euch natürlich auch viel Erfolg mit eurem Format Mathe 1.